Also hallo liebe Freunde, wie geht es euch? Ich heiße Cedric Osmer-Lamafonion. Ich bin Mitglied der Gruppe Wir lernen Deutsch. Also wäre das Leben besser, wenn es keinen Tod gäbe? Ich finde diese Frage als rhetorisch, das ist so eine rhetorische Frage. Das Leben und der Tod hängen voneinander, meiner Meinung nach. Der Tod hat auch seinen Sinn und das Leben hat auch also seinen Sinn. Also erstens würde ich sagen, ja, wenn es das Leben wäre besser ohne Tod. Und man kann alles machen. Also unsere Träume könnten also durchgeführt werden. Also andererseits würde ich nein sagen, weil ohne Tod würden wir nicht gut leben. Würden wir nicht gut leben. Zuerst habe ich gesagt, dass der Tod und das Leben zusammen, hängen voneinander. Sie sind unmittelbar verbunden. Man kann also diese beiden Begriffe trennen und sagen, ja, ja, dort ist der Tod, da ist das Leben. Sie hängen voneinander sozusagen. Also, der Tod ist eine Phase des Lebens. Ist eine Phase des Lebens. Und mit des Lebens sozusagen. Also, ohne Tod wird das Leben für manche Leute sehr grausam. Also ich nehme das Beispiel von denjenigen, die an der schweren Krankheiten leiden. Also ihre Verwandten werden also sehr traurig sein. Also es gibt manche Leute, die nur an ihnen selbst denken und machen, was sie wollen. Vielleicht sie haben einen wichtigen Status, also Klasse, eine wichtige Klasse in der Gesellschaft und sie machen, was sie wollen. Sie halten die anderen als Minderwertige, als Sklaven sozusagen. Ja, der Tod ist da, um uns im Bilde zu setzen, dass wir nur auf diese Erde vorbeigehen. Wir gehen nur vorbei. Das ist der Fall, sozusagen. Wir gehen nur vorbei. Und man muss nicht, also, wenn wir eine höhere Klasse, wenn wir zu einer höheren Klasse gehören, muss man die anderen als Minderwertige, als Sklaven in betrachten. Das ist nicht gut zu sagen. Also danke, danke, danke. Schönen Tag.